Servus, zurück zu Let's Play The Division. Wir sind hier am Madison Square Garden. Ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus. Zu unserer nächsten Mission. Ich habe jetzt eine Weile lang nochmal gespielt. Ich habe mal kurz dazwischen drin mal ein bisschen Mission gemacht. Also nee, keine Hauptmission, keine Nebenmission, sondern so richtige. Ja, die Medizinmission und die. Wenn sie die Technik und Security-Mission einfach mal ein paar Punkte zusammen, bis wieder ein Spiel zu finden. Hat Spaß gemacht und würde ich sagen, fangen wir an. Spiel so viel Katze. Ich will keine Spielersuche machen. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Campbell und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Das war richtig klug. Wenn sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Okay. Also ich muss sagen, es war sehr klug von mir jetzt, hier genau davor mich hinzustellen, wo die springen. Das ist sehr klug gewesen. Und ja. Ah, okay, gut. Dann heilen wir uns erstmal. V. So. Hier gibt es genug Medizin, die uns immer wieder heilen können, zum Glück. So. Wir haben sogar hier jetzt eine neue Waffe. Ein Präzisionsgewehr. Und mit dem zu schießen macht eigentlich schon relativ viel Spaß. Wenn der stehen bleiben würde. War ein Schuss und die sind tot. So. Ja, das Nachladen dauert halt eine Weile. Aber sonst ist das Gewehr eigentlich wirklich relativ cool. Falsche Taste. Ich wollte das Ganze aufnehmen. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Okay, könnten wir schaffen. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal alle eliminiert. Gibt es irgendwo? Ah, da hinten gibt es was. Ich will der erste Hilfe. Habe ich doch noch. Ups, hoch. Ich schaue hier gerne rum, weil sich, wie schon mal, glaube ich, gesagt war, überall so ganz kleine Rucksäcke verstecken oder überall Rucksäcke verstecken mit irgendwelchen Sachen drin, die man oft auch leicht übersehen kann. Was steht da hinten, glaube ich, oder? Ah, ne, die sind alle weiter rum. Gibt's nix. Gut, gehen wir mal dahin. Hacken. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Hier zum Beispiel. Aber es sind echt gute Sachen drin, manchmal aber auch wirklich Sachen, die man schon ewig viele hat. Wie jetzt mein Charakter oder unser Charakter, je nachdem, was ich bezahlen will, jetzt genau aussieht, werden wir später mal schauen, was so neu dazugekommen ist. Wobei, kann ich gleich mal so nebenbei machen. Inventar, genau wie man sieht, alles grün und blau bereits. Ist auch schlechter. Aussehen. Also ich habe sehr, sehr viele Sachen gefunden und bekommen. Momentan, ja, da ist nicht so viel. Jackenhaufen habe ich momentan die an. Das ist die einfache Trekkingjacke, was mir relativ gut gefällt. Und Schuhe habe ich auch noch nicht. Wieder habe ich erst eins. Genau.
Sonst hat sie ja nichts. Hier haben wir noch ein paar gefunden. Ich glaube, da waren bei 2 und jetzt sind wir bei 11. Das ist immer noch wenig. Und da oben halt 360 und 240. Das können wir dann, wenn die Mission erledigt haben, sehr gut ausbauen. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Okay, dann eben nicht. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Überall wieder Leichen. Was war das? Irgendwo hier. Wo war der Rucksack jetzt? Da hinten. Das habe ich schon. Können wir die? Ja. So, jetzt holen wir natürlich wieder unser klitzekleines Scharfschützengewehr raus. Passt auf, dass sie sich nicht anschleichen. Ich hab was gehört. Das ist nur einer. Pack ihn. Wir sind mehr als genug, um dich zu schnappen. Bin ich mir nicht so sicher. Tut, was zu tun ist. Weitere Feinde entdeckt. Das ist nur einer. Boah, das Gewehr geht echt gut ab. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. So, einer weitere Feinde nach entdeckt. Dem anderen. Da ist unser Ziel. Anderen erledigen. So, und eben doch mit dem. Wow, wow, wow. Nein, 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 nein. So, ich will den eben. Wo ist der andere? Kendall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobis. Wie, das war's schon. Da hab ich doch gerade meinen Rucksack gesehen. Hä? Ah, da. Ja, wieder eine Ersthilfe. Aber hier gibt's einige Sachen jetzt zu looten. Wie zum Beispiel Munition. Munition. Aha, Gewehr. Ah, kleine Parkgewehre. Da noch irgendwas. Aha, das kann ich mitnehmen. Sonst irgendwas hier? Ah, da drüben ist der Kratos. Da muss anscheinend auch noch irgendwo. Ah, da. Eine Tasche. Nee. F soll die Feld drücken. Nicht R. Aha, das haben wir jetzt auch schon. Sonst irgendwas hier? Nichts. Und dann gehen wir doch mal weiter. Ah, sehr gut. So. Ah, da hinten ist auch eine Kiste. Die hätten den Garten ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Deswegen suche ich immer nach Loot. Das haben wir da wieder was Grünes gefunden, das ich glaube, gut tun es ist ganz konnte. Gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Machen wir. So. Läuft gut. Ah, Checkpoint. Okay. Da hinten ist eine Tasche, wo wir schon wieder voll haben. Aber egal. Sonst ist sie. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche.
Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Hier ist sonst nichts. Okay, gut.